So, Leute. Der Sven hat mich dazu eingeladen, dass ich mal beim Drechseln ein bisschen mitmachen darf. Und ich habe natürlich einen ganz hervorragenden Lehrer bekommen, den Ralf. Und ich freue mich auch richtig drauf, dass wir heute ein bisschen was drechseln. Und meine Frau hat schon gesagt, Mensch, wir könnten mal neue Eierbecher brauchen. Vielleicht kann ich sie heute mal damit überraschen. Ralf war aber schon ganz groß tätig, hat sich schon das Musterstück dafür besorgt. Das sind Originales und dann schauen wir mal, was wir heute daraus machen. Aber ich freue mich riesig. Ganz ehrlich ist das ja nicht gewesen. Warum? Weil wir ja gestern in einer freien Minute, hast du ja schon mal gedrechselt. Ja, also er hat mich jetzt beim Lügen ertappt. Wir haben gestern natürlich schon mal, weil er recht neugierig schaut, aber er hat einfach so das Teil in die Hand gedrückt und hat gesagt, los, Ralf, zeig dir mal, wie man drechselt, und hat mich natürlich dann mit diesem Mythos Drechseln und Mythos Drechselfieber angesteckt. Ich bin da jetzt auch voll befallen damit. Was hast du gedrechselt? Ich habe einen Kreisel gedrechselt, was eigentlich jeder Anfänger mal macht. Und so ein kleiner Kreisel, sollte man meinen, ist recht einfach zum Drechseln, wenn man zuschaut beim Drechseln. Ich habe da ein Video gemacht, das schaut sehr einfach aus, ist es aber nicht. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Drechselbank gestanden und zum ersten Mal in meinem Leben so ein Drechseleisen in der Hand gehabt. Die Dinger sind ja wirklich nicht klein. Und wenn man mit so einem riesen Teil so einen kleinen Kreisel macht, denkt man sich, das funktioniert nie. Aber Leute, das macht einen Heidenspaß, das kann ich jedem empfehlen. Und was ist passiert, als du mit den kleinen Kreiseln nach Hause gekommen bist? Tja, das ist das, wo ich jetzt hergehe und sage, da verfluche ich den Maschinenhandel mal, weil meine Frau und meine Kinder haben sofort die Kreisel genommen, haben die auf den Tisch probiert. Die erste Frage war von meiner Frau, was kann man denn mit so einem Drechselding noch alles machen? Die zweite Frage war, was das kostet. Ja, und heute habe ich sie mit hergenommen, weil sie mich hergefahren hat, und dann hat sie so eine Drechselbank gesehen, und ich schätze mal, das Drechselfieber ist familiär ansteckend. Also wir sind da jetzt ganz schön auf der Welle, dass wir auch mal drechseln wollen. Deswegen lasse ich es mir heute auch noch mal etwas besser zeigen. Und ich hoffe, dass das so einigermaßen funktioniert. Und meine Frau vielleicht auch den finanziellen Segen dazu gibt, dass ich vielleicht nochmal eine Maschine mehr in meine Werkstatt stelle, was ja allen zugutekommen sollte. Auf den Punkt gebracht aus deinem einen Tag Urlaubsunterbrechung, wo du hier mal reinschauen wolltest, ist jetzt ein 2 Tage Zwangsverpflichtung geworden, und ohne Eierbecher musst du eigentlich nicht nach Hause kommen. Ja, gut, sie weiß nicht, dass wir sowas machen, aber sie hat mir das schon sehr ans Herz gelegt, dass wir neue Eierbecher brauchen würden für den Wohnwagen, weil die alten halt immer schön sind und dass die aus Holz schon richtig toll ausschauen. Und wenn ich schon meine Familie 2 Tage jetzt allein lasse, indem dass ich meinem Hobby oder meiner Lust fröne, dann kann ich sie vielleicht ein bisschen damit belohnen, indem dass ich halt 4 Eierbecher heute mit nach Hause bringe und vielleicht auch den Segen. Wir nicht hinbringen, aber du kriegst schon mal einen als Muster und dann kannst du da mal nacharbeiten. Leute, ich muss euch vor der Firma warnen. Das ist wirklich. Die gehen her, die geben mir jetzt 1 Eierbecher mit, den bringe ich nach Hause. Und dann sagt meine Frau, wir brauchen jetzt eine Drechselbank, weil ich muss noch 3 Stück machen. Also, wenn ihr irgendwie eure Frauen dazu bringen wollt, dass ihr euch Werkzeug kaufen wollt, kommt sie hierher, die fädeln das so ein, dass ihr es machen müsst. Das wird dann nicht mehr so, ich darf mir Werkzeug kaufen, sondern ich muss mir Werkzeug kaufen. Also das ist hier die ausgesprochene Warnung an alle. Und nur für den Wohnwagen, die für zu Hause sind dann noch nicht drin. Der wird immer nur schlimmer. Ja, ist schon recht. Ich werde mir eine Drechselbank kaufen. Ich werde zu dir kommen in einen Drechselkurs. Lass mir das Ganze zeigen, wie das geht. Gibt auch andere, wo das machen kannst. Also musst du nicht unbedingt zu mir. Vielleicht kriegst du in der Nähe von dir mal irgendwo. Du bist das Hassgesicht meines Vertrauens. Oh. Ablauf, du hast ja schon mal gedrechselt, nämlich gestern. Ja, genau. Der Ablauf ist der gleiche erstmal. Wir wollen aus dem vorbereiteten Rohling, den wir aufgespannt haben, erstmal einen Zylinder drechseln. Muss man jetzt bei dem Rohling, wenn man den einspannt, auf irgendwas achten? Ja, dass er fest eingespannt ist. Nein, also so Maserung oder so ist egal. Das ist Langholzarbeit. Also Langholz heißt, dass der wie ein Ast gewachsen ist. Der Stamm liegt jetzt im Endeffekt so. Also, okay. Wenn man es quer einspannt, dann wäre Querholz, sodass man hier immer nur das Langholz bearbeitet. Mhm. Den Eierbecher, ich habe mal
skizziert, unterscheidet sich ja einmal aus. Magst du das einmal noch, diese wunderbare Zeichnung, so richtig in die Kamera halten? In die Kamera halten. Eine grobe Skizze, völlig ohne Maß, weil wir uns am Original orientieren. Standard Handelsklasse A. Ich lege das mal ein bisschen mehr in die Mitte, dass es auch nicht kaputt zu machen. Also grobe Skizze, wie es aussehen soll. Außer, also der Eierlöcher liegt noch im Endeffekt so im Holz. Mhm. Dreh das mal ein bisschen so rum. Also, ganz grob. Und dann haben wir außen die Bearbeitung, ist Langholzarbeit. Mhm. Und hier innen drinnen bearbeiten wir ja Hirnholz. Mhm. Da ist dann wieder anderes Werkzeug auch notwendig. Also da kannst du außen hier mit Langholz. Also es gibt für Stirnholz, also für Hirnholz und Langholz gibt es verschiedene Werkzeuge. Also da genau. Muss man auch darauf achten, oder? Genau, Hirnholz ist Querholzarbeit, das ist wieder wie Schale. Drechseln, also Schrallenröhren oder geht auch mit Formröhren, mit entsprechendem Anschliff und Langholz arbeiten. Aber als allererstes wollen wir aus dem Ecke hier was Rundes machen. Zylinder, und der muss natürlich im Durchmesser größer sein, wie der Eierbecher im Fertigmaß nachher ist. Jetzt muss ich vorher noch was fragen. Ist es egal, was man für Holz verwendet, oder gibt es zum Drechseln bevorzugte Holze oder bestimmte Hölzer, die man gar nicht verwenden sollte? Also was man beachten sollte, ist, bin ich allergisch gegen irgendwelche Hölzer, gibt es durchaus. Also Teak, oder dann muss jeder mit selber auch klarkommen oder wissen. Mhm. Wenn da irgendwann die Nase anschwillt und die Augen rot werden, dann hast du vielleicht eine Allergie. Es gibt giftige Hölzer. Eiche. Eibe. Ist giftig in allen Teilen, wobei du jetzt nicht sterben wirst, wenn du einen Eierbecher aus Eiben nimmst und da ein gekochtes Ei draus nimmst. Ja, wobei jetzt eher dann, ich sage mal, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Eiche oder Eibe drechselt, da musst du halt schon ein bisschen auf deine Atemwege aufpassen. Absaugung. Mundschutz. Mundschutz. Es gibt Menschen, die sind gegen Buchholz allergisch, gegen Buchschleifstaub, also. Das ist leider Versuch und Irrtum, da wirst du dann. Aber von der Holzmaßung her oder von der Holzart her, es ist also für die Drechselmaschine vollkommen egal, was man drechselt. Also der Drechselmaschine ist es egal, die kann alles. Die kann Querholz, Langholz, da kommt auch jede Form raus, also die kann wirklich alles. Ist wie Gitarre. Gitarre also, kann alles spielen, es kommt auf den dran an, der hinten dran steht. Es soll halt, wenn es möglich ist, keine Risse haben, oder? Das Holz. Keine Risse, das ist beim Drechseln manchmal aber auch das Interessante, dass man irgendwelche Hölzer nimmt, die Risse haben, die dann ästhetischer. Okay, also man kann es als Kunstform man mit kann einbinden. Mit einbinden, das Design. Es sollte keine durchgehende Risse haben, weil sonst kann es sein, es fliegt da irgendwann mal um die Ohren rum. Deswegen guckt man sich das Holz schon an, wenn das jetzt hier durchgehenden Riss hat, dann. Sollte man das nicht verwenden. Ja, das Ding dreht irgendwo 1.500 Umdrehungen. Also wenn sich das Holz selbstständig macht und kommt Richtung deinem Gesicht, das dürfte ein Schlag mit dem Hammer auf den Kopf sein. Also auch, wo man darauf achten muss, sind lose Äste drin. Also wenn ich, was weiß ich, Fichte oder irgendwas habe und durch so einen schwarzen Asch drin, der wackelt und kleppert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Holz einen Ast drin hätte, den kann ich ganz normal mitdrechseln, oder? Wenn er verwachsen ist, ist kein Problem. Wenn er lose ist, was jetzt zum Beispiel bei Nadelhölzer als ist, die schwarzen Äste, wo dann rausfallen aus dem Leimholz, der fliegt da irgendwann auch mal raus. Da musst du aber jetzt auch nicht besonders aufpassen beim Drechseln, weil du sagst, du wechselst jetzt praktisch vom Längs auf Querholz, wenn ein Ast drin ist. Das merkt man, aber also man schneidet es trotzdem bearbeitungstechnisch genauso. Mhm. Aber du hast da halt eine andere Faserrichtung, das hast du ja richtig erkannt, wenn der ein oder andere Ausriss kommt. Ah, okay. Oder aber dir fliegt nicht also das Drechselmesser ins Gesicht. Das hier, du merkst das schon, dass es hier vom Langholz ins Harte, also in den verwachsenen Asch, schwerer geht nachher. Aber also man sieht hier ja schon Veränderungen im Holz, das, wenn man genau hinschaut, sieht man schon. An dem wirst du jetzt nicht scheitern. Ja, ganz sicher. Du hast es ja schon ganz richtig gesagt, für mich ist das ein komplett böhmisches Dorf, Drechseln. Ich habe mich damit nie näher befasst, nur mal geträumt davon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, bis ich gestern das erste Mal so ein Eisen in der Hand gehabt habe, ich habe einen heiden Respekt davor gehabt, weil ich immer Angst davor gehabt habe, dass ich einen Fehler mache, das Ding einsticht und mir irgendwas ins Gesicht fliegt.
Er hat mir das gestern nochmal gezeigt, auf was man eigentlich aufpassen muss und dass das bei Weiden nicht so gefährlich ist, wie ich es angenommen habe. Also ich habe das auch beim Drechseln gemerkt, am Anfang war ich sehr verkrampft, wo ich so das erste Mal ins Holz gestochen habe. Mit jedem weiteren Drechseln habe ich gemerkt, hey, geh vorsichtig ran, lass dir Zeit, mach's mit Bedacht und heb dein Eisen vernünftig mit der rechten Hand und führ's mit der linken Hand sauber und es passiert dir nichts. Ich bin gestern auch mal kurz eingestochen, es passiert wirklich nichts. Es ist nicht so, dass ich hier eine 2 kW Drechselbank habe, die einen Autoreifen wuchten könnte, sondern das ist irgendwo ein Motor, der auch weiß, wann er zum Stehen bleiben hat, wenn man mal zu fest reinfährt. Ich habe es gestern nicht gemacht, ich habe ihm mal zugeschaut gestern. Er hat gestern mal so ein Kantholz rund geschrubbt, sage ich mal. Und da ist halt mal wirklich richtig hart hingefahren und dann hat man auch gesehen, dass die Drechselbank mal ganz kurz stehen geblieben ist. Aber es passiert nichts. Und das wollte ich nur mal so anmerken. Meine Ängste sind jetzt da weitgehend verflogen vor der Maschine. Der Respekt bleibt trotzdem, aber das soll ja auch so sein. Darf man wissen. Drechseln gehört jetzt bei mir zum Beispiel zu diesen Heimwerkerarbeiten, wo man nicht hergeht und sagt, ich versuche so lange, bis es kann. Es ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, wo funktionieren wird. Aber ich bin jetzt einer, das Drechseln werde ich mit Sicherheit anfangen. Also das ist was, wo mich total fasziniert und gepackt hat, das Fieber. Aber ich werde da auf jeden Fall hergehen und werde mir da professionelle Hilfe zukommen lassen. Ich werde da entweder einen Drechselkurs buchen oder ich werde mal schauen, dass ich irgendwo beim Drechseln zuschauen kann oder mit jemandem drechseln kann, der mir wenigstens die Grundgriffe zeigt. Die Feinheiten und so weiter, die werde ich wahrscheinlich sowieso mit der Zeit selber lernen müssen. Aber üben. Leute, wenn ihr mal vorhabt zum Drechseln, schaut es euch lang genug an, schaut es zu, versucht es mal die Grundschritte zu lernen und nicht einfach drauf losgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt irgendeine Maschine und hack da mal mit irgendeinem Stahl rein. Weil da gibt es ganz viele Sachen, auf die man achten muss, die ich auch nicht gewusst habe, aber gestern Gott sei Dank vom Ralf sehr gut erklärt gekriegt habe. Das sind Eisen. Wollt ihr euer Ei in Sicherheit bringen? Oder haben wir noch welche? Es sind noch 9 vorhanden. Es ist auch ganz wichtig, dass man das Eisen genau im richtigen Winkel ansetzt. Kannst du gern erklären. Also drehende Maschine. Was man halt nicht haben soll, ist Schlapperkleidung. Ja, das gilt natürlich für jede drehende Maschine. Ich fange mit drehenden Maschinen nicht an, mit Handschuhen hinzufassen. Und man sollte bei drehenden Maschinen auch nie so lange Ärmel haben, weil wenn sich das dann da drin mal fängt. Ich habe das in meiner Lehre gesehen. Wir haben ein Lehrmädchen gehabt, die hat sich am Bohrwerk die Arbeitsjacke gefangen und die war eine Sekunde später, war die BH da gestanden und hat ganz fürchterliche Schrumpfen an den Schultern und überall gehabt, weil die Jacke natürlich dementsprechend fest war. Ihr ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber da kann auch wesentlich mehr passieren. Also nie an drehende Maschinen, egal ob die schleift, sägt oder bohrt oder drechselt, nie mit lockere Kleidung hingehen, sondern Handschuhe. Immer anliegende Kleidung, nie Handschuhe anziehen, das ist ganz wichtig. Und was uns auch nicht Probleme bereitet, ist lange Haare. Bereiten uns keine Probleme, bei lange Haare bitte ein Haargummi verwenden. Witze oder sonst irgendwas, Haargummi, Haarnetz, aber... Die sicherheitstechnischen Einrichtungen. Wollt ihr beiden da mal was demonstrieren, auch wenn das nicht nötig habt? Soll ich mal ein paar Haarnetze holen? Nein. Meinst du, das ist böshaft, der Chef? Also, was ich jetzt hier anarbeite, ist ein Zapfen für die Aufnahme im Spannfutter. Wir müssen ja dann irgendwo an der Stirnseite aushöhlen. Das Stück Holz, das kommt ja dann raus aus dem Ding und kommt dann in so ein Backenfutter rein. Manche kennen es aus dem Metallbereich, an die Drehbänke. Und da sieht man jetzt hier dieses Loch. Und da drechselt er praktisch jetzt diesen Ansatz hin, damit er diesen Bereich mit dieser Zange spannen kann. Und was man jetzt gerade auffällt. Wir haben hier echt einen boshaften Chef. Ja, der ist richtig böse. Was mir jetzt gerade noch auffällt ist, hier oben haben wir wunderschöne Maserungen drinnen. Mhm. Und hier unten eher weniger. Wenn ich jetzt da den Fuß dran mache, dann wird es immer weniger. Dann habe ich die Maserung nicht. Deswegen wir drehen ist mir das jetzt gerade eben während dem Drechseln aufgefallen und jetzt mache ich da auch noch einen Zapfen hin und dann machen wir
da der Fuß hin, weil da wird es nachher dünn. Und die schöne Maserung haben wir, das ist jetzt um 60 um die. Ja, das ist natürlich auch beim Drechseln eine ganz gute Sache. Man nimmt sich hier ganz einfache Schieblehre, Messschieber, stellt den auf das Maß ungefähr ein, wie man haben möchte. Und dann kann man während dem Drechseln dann mal schauen, habe ich das Maß oder nicht. Dann muss man nicht jedes Mal die Drechselbank stehen lassen, anhalten zum Messen. Das kann man aber jetzt. Das soll so genau wie möglich sein vom Durchmesser her. Das Spannfutter 30, 50er Spannbacke drauf. Die spannt also 50 mm oder noch ein bisschen kleiner, so 48. Und spannen tut es am besten im kleinsten Zustand, also im geringsten. Was hat denn so ein Spannbacken für eine Größe? Du sagst, das ist ein 50 mm Futter. Da gibt es Unterschiede. Nee, das ist so. Wie weit kann ich denn das öffnen zum Beispiel? Das kann ich öffnen, ich glaube, von 48 beim Spanner bis 76 mm. Ich weiß es nicht auswendig. Also man hat schon im Durchmesser so einen Spannbereich von ca. 20 mm. Du müsstest das jetzt nicht mit der Schublehre, mit der Schiebelehre nachmessen, dass ihr das genau habt. Also da habt ihr schon Bereiche drin, wo es geht. Aber die kraftschließende Spannung geht am besten da, wo es ganz zu ist. Weil die Spannbacken haben einen Radius und wenn du das Spannfutter aufschraubst, verändert sich der Radius, aber die Spannbacken-Radien verändern sich nicht. Das heißt, umso weiter du auseinander gehst, spannst du dann nur noch mit in der Ecke. Ja, okay. Und dann hast du keine formschlüssige Verbindung mehr. Ja, da ist ja extra ein Schwalbeschwanz. Also die ist ja, die geht auch nach innen. Ja, umso besser das passt. Und umso mehr Anlagefläche ich habe, umso stabiler und besser hält die Spannung. Also immer darauf achten, dass man bei diesen Spannfuttern auf einen möglichst kleinen Radius geht, dann habt ihr die höchstmögliche Stabilität beim Drechseln. Genau, ich habe jetzt hier 48, mal 48 mm, 49 mm, 50, optimaler Bereich für das. Ich habe den Zapfer auch leicht schräg angearbeitet und den Schwalbeschwanz hier. Ja, das sieht man hier, von außen sieht man es, dass die Flanke hier nach innen kommt. Und das gleiche passiert hier. Hier sieht man es am besten, da ist eine offene Flanke. Ihr seht, dass das nicht zylindrisch ist, sondern dass das konisch ist. Und damit erreicht sie natürlich eine höchstmögliche Spannkraft. Und auch es fliegt nicht raus. Und es kann natürlich auch nicht rausfliegen, weil es natürlich, durch diesen konischen Anpressdruck natürlich auch besser gehalten wird. Also das dient hauptsächlich zur Sicherheit. Ja, der Durchmesser ist halt hier hinter höher oder größer wie hier hinter, deswegen kann es nicht raus. Wenn ich es aber zylindrisch drehe. Ja, und wenn man jetzt hier ganz genau drauf schaut, das sieht man aber jetzt ein bisschen schlechter, dann sieht man, dass das da vorne höher ist als wie hinten an dem Knick. Das heißt, er dreht also schon, er drechselt schon den Ansatz zylindrisch und somit erhöht er natürlich die ganze Festigkeit von dem Ganzen. Mann, ich rede schon, als würde ich da davor Ahnung haben. Nachdem wir das jetzt zwischen den Spitzen vorbereitet haben, unseren Becher-Rohling, spannen wir den Spannfutter ein. Ja, noch Frage. Das sollte auch ziemlich im rechten Winkel sein oder gerade Fläche sein. Also nicht nur den Zapfer machen, sondern mit der Kante lege ich jetzt an den Zapfer an. Das soll nicht hinter auf den Spannbacken aufliegen. Ja, da kriegst du also natürlich jetzt auch hier den größtmögliche zentrische Lauf damit, wenn du das sauber drechselt hast und den Bund gemacht hast. Weil es bringt ja wenig, wenn das da vorne dann ausschaut wie bei Hempis und am Sofa, weil dann fängt die ganze Welle wieder zum Eiern an. Die wird ja beim Drechseln wird ja diese Spanndorn nicht mehr benutzt. Aber durchs Umspannen läuft das jetzt auch nicht mehr hundertprozentig so rund, wie wir es gerade drauf hatten, aber das der wird ja überdreht das und läuft dann wieder irgendwann rund. Und daher. So, jetzt legen wir unsere Marke. Das Ganze, also ich habe mittlerweile habe ich oben abgestochen, das heißt, ich habe das endgültige Maß schon hier oben. Ah, du hast jetzt praktisch hier schon bis aufs endgültige Maß runterdreht. Also das ist schon Oberkante vom Eierbecher. Mhm.
da es jetzt noch nicht so drauf ankommt, mache ich das jetzt noch mit der groben Röhre. Lege jetzt nur mal. Und ab hier wollen wir ja runtergehen vom. Ja, ihr habt gesehen, wenn man mal kurz anzieht, das macht nicht so viel. Es ist zwar nicht schön, man erschrickt, aber es ist nicht so, dass es lebensgefährlich wird. Ja, das passt mal. Es ist schon wichtig, dass man das Eisen, also die Röhre, wie du das Drechseleisen nennst, dass man das genau im richtigen Winkel ansetzt, weil dann schneidet es am schönsten, dann wird es vollkommen glattesten. Kriegt ihr schon eine Form. Und was halt da echt schön ist, man kann da auch während dem Drechseln zum Beispiel hinfassen oder so, das ist wirklich so glatt, dass das keine Verletzungen am Finger gibt. Ob man da Überstände hat oder irgendwas, also was unheimlich gemein ist, die Finger, das Gefühl, du merkst jede Unebenheit besser wie Messer oder sonst irgendwas, also fühlen. Ja. Ja, das Gefühl in die Finger, das ist durch nichts zu ersetzen. Das, man fährt da vorne drüber, da merkt man, das ist glatt wie ein Babypo. Hier merkt man, dass ganz leichte Unebenheiten drin sind. Noch. Aber das kommt halt vom Schruppen her, weil jetzt kommen wir mit dem feinen Werkzeug. So, da machen wir auch nicht mehr viel von der Form her, aber vom Maß her waren wir ja da schon ziemlich fertig. Und immer nur bis zur Mitte, weil da unten wollen wir eine schöne Kehle drin haben. Ja, wie schlank man da unten den Fuß macht, das bleibt ja jedem für sich überlassen. Also da bist du ja jetzt nicht unbedingt. Ein jeder, wie er mag. Kommt natürlich drauf an, wenn ich jetzt hier Leiche machen will, soll das halt irgendwann mal passen. Also will nichts sein. Aber man sieht schon, mit was für einem feinen Abtrag du jetzt arbeitest. Und das ist natürlich schon fast ein Finish. Und wenn man jetzt mit den Fingern drüber fährt, da spürst du sofort, wie glatt das Ganze jetzt wird. Vom Maß her, also, guckt das ein bisschen weniger ja, wie, genau, wie Außendurchmesser, also von der Form her muss eigentlich stimmig sein. Ich habe es auch schon angelegt dahinter. Vom Maß her. Ja, das kommt auch während dem Drechseln. Ab und zu fällt mir von der Form her natürlich. Eigentlich ist die Höhe oder die Kuhle gefällt mir so, aber der Fuß ist jetzt noch zu wuchtig.
Dann mache ich ihn halt kürzer. Okay. Ja gut, da hast du dann die Möglichkeit, dass du das während dem Drechseln alles noch machen kannst. Korrigieren kannst, wenn du natürlich irgendwas kopierst oder vervielfältigst, weil du mehr machen willst, dann musst du halt ein bisschen mehr. Ja, ich kann jetzt gleich mal voraus dazu sagen, so einfach wie das jetzt hier ausschaut, so einfach ist es nicht. Also das ist so, stellt es euch nicht ganz so einfach vor, wie es jetzt hier aussieht. Aber auch hier beim Drechseln geht natürlich, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Und Lernen und Üben ist das Wichtigste, was es dabei gibt. Das ist ein Lehrberuf, gell? 3 Jahre. Na, man hat es gerade gehört, also Drechseln ist ein Lehrberuf, den man in 3 Jahren Lehrzeit erlernen kann. Wenn du jetzt mal so durchguckst, über die Silhouette gucken, dann siehst du die Form. Und wenn dir die gefällt. Ja, die schaut gut aus. Dann kannst du irgendwann. Wobei mir jetzt aber so, mir persönlich würde es besser gefallen, wenn jetzt die Form so hier so gleichmäßig wie die Rundung ein bisschen abflachen würde, dass das praktisch insgesamt ein bisschen so mehr so einen Kelch gibt. Das Schöne ist, er weiß sofort, was ich meine. Genau so habe ich gemeint. Da werde ich jetzt halt leider ganz anderes Werkzeug nehmen. Das werde ich jetzt bei den Meißel folgendes machen. Weil das ist schon eine recht raue Oberfläche, wo mir überhaupt nicht gefällt. Wir können es einmal. Also ja, genau, vielleicht mal anhalten, dass man schon mal das im Stehen sieht. Aber man sieht schon, es kriegt jetzt schon eine richtig angenehme, schöne Form. Ja, jetzt, was da rauskommt, ein Riss. Es kommt ein Riss raus, vielleicht drehen wir nochmal zur Kamera hin, dann sieht man es ein bisschen besser. Also das sind dann so Sachen, das sind dann die kleinen Überraschungen im Holz, die man natürlich von außen nicht sieht. Aber ich denke, auch dafür gibt es Möglichkeiten, dass man da damit weiterkommt. Von Eierbecher, wenn es nicht stört. Also ich finde es. Letzmus, da gibt es dann, du kannst jetzt auskitteln mit Epoxidharz ausgießen, schwarze Sekundenkleber reinlaufen lassen. Ja, oder einfach nur einen Sekundenkleber reinlaufen lassen, wenn man es nicht will, aber ich finde es jetzt eigentlich schön so. Genau. Aber er hat beim während dem Drechseln hat er schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und darum hat er auch aufgehört. Also er spürt das, er ist so erfahren, dass er das schon im Eisen spürt, während dem Drechseln. Ja, und für jedes Eisen muss natürlich die Höhe und der Abstand von dem Auflageeisen, von dem Werkzeughalter natürlich wieder neu eingestellt werden. Ja genau, wenn man jetzt drüber fährt, dann merkt man schon, da sind keine Unebenheiten mehr drin, also keine groben Unebenheiten mehr drin. Was natürlich auch ganz wichtig ist, was ich gestern gelernt habe, ein skalpellscharfes Werkzeug ist das A und O beim Drechseln. Alles andere, er hat mir gestern einmal ein stumpfes Eisen gegeben zum Drechseln und hat mir das ganz gleiche Eisen geschliffen und hat es mir danach nochmal gegeben. Leute, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wer zum Drechseln anfängt, sollte sich gleich mal darüber Gedanken machen, wie halte ich meine Eisen scharf. Da ist es nicht so, dass ich hergehe und sage, ich alle Monate mal mein Drechseleisen schärfen, sondern ich habe es gestern gesehen, er hat mindestens 4 Mal, währenddessen ich drechselt habe, die Eisen nachgeschliffen. Und das rentiert sich. Und
Die Oberfläche kennt man noch nicht. Kann man jetzt auch zylindrisch gerade lassen, ein bisschen geneigt, also wie man es haben will. Da ist man jetzt. Ja, die künstlerische Kreativität, die kann man natürlich beim Drechseln in ungeahnter Form entfalten. Also da gibt es, glaube ich, von den Ideen her nichts, was man nicht irgendwie anwenden könnte, solange sich das Teil dreht und man das richtige Eisen dazu hat. Oder das Drechseleisen oder Röhre, wie es du nennst. Das ist ein Meißel, jetzt kann ich mal da noch. Oh Leute, ich sag's euch, das könnte man. Ein Schleife ist ein gutes Stichwort. Wir sind im Endeffekt nämlich jetzt in der Außenform schon fertig. Jetzt machen wir schon außen Finish. Aha, okay, also das heißt, wir haben jetzt praktisch die Außenform ist jetzt komplett fertig. Das heißt, wir schließen jetzt praktisch die Außenform ab, indem wir es noch ein bisschen nachschleifen, oder? Genau, da fangen wir aber nicht mit 100 Schleifpapier an, sondern wir schleifen nur mit 320 quer. Sonst ist die Oberfläche nämlich wieder im Arsch. Und das ist natürlich auch praktisch, wenn man natürlich am drehenden Objekt schleift, dann braucht man nicht eine Viertelstunde hinstehen und umeinander ruppeln und wieder Flächen reinschleifen, sondern man geht da ganz leicht drüber. Das ist auch durch das scharfe Werkzeug jetzt auch so, dass der eigentlich nur noch so die obersten Spitzen vom Holz ein bisschen bricht. Ja, weil der mit dem scharfen Werkzeug schon das Ganze so glatt gemacht hat. Im Endeffekt nur noch Kante brechen, dass die nicht mehr ganz scharfkantig sind. Machst du die Oberfläche im Endeffekt schon wieder kaputt? Durch Schleifpapier brauchen wir noch das 400. Leute, ich sage euch was: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mir eine neue Bandsäge gekauft und habe mir auch schon eine rausgesucht. Aber wenn ich das Video meiner Frau zeige, dann ist die Bandsäge gestorben, dann muss ich mir eine Drechselbank kaufen. Also wird die Veröffentlichung dieses Videos noch sehr, sehr lange dauern. Dann muss ich mal mit dem Holzhandel Meier mal in Verbindung treten und in Preisverhandlungen gehen. Vielleicht kann ich mir dann die Bandsäge schneller kaufen, damit auch die Drechselbank dann irgendwann im Haus steht. Weil das könnte jetzt ein Interessenskonflikt mit meiner Frau geben, weil die ist dann der Meinung, wir haben schon eine kleine Bandsäge, die reicht ja noch ein Jahr oder zwei und jetzt kaufen wir uns heuer dann leichter sowas. Ja, da nimmst du jetzt das einfach Öl und Wachs. Öl und Wachs und das Ganze jetzt eingewachsen. Das ist natürlich jetzt auch schön. Du kannst das natürlich auf beste Art jetzt hier machen. Was man vielleicht jetzt hier nicht machen sollte, weil vielleicht jetzt jeder beim Zuschauen auf die Idee kommt, ich nehme das Tuch und wickel es so rum. Das könnte sich dann fangen, also das sollte man also nicht unbedingt machen. Nicht um den Finger rumwickeln und nachheben. Ja, also. Lose und wenn er sich fängt, einfach loslassen. Genau, nicht, dass man nicht die Finger drin hat. Also, wie gesagt, nicht rumwickeln. Und auch nicht das Tuch jetzt um das Material rumwickeln. Das wäre nämlich genauso fatal. Und wenn ist, dann einfach loslassen. Und dann wickelst du den Lappen halt rum. Leute, schaut euch das an. Das ist ein Traum. Wenn ich nicht schon so in meine Bandsäge verliebt wäre, würde ich mich jetzt in der Drechselbank verlieben. Du kannst deine Liebe doch aufteilen. Ja, aber finanziell momentan nicht. Ich werde. Geh mal ein bisschen weiter, da wäre ja dann der. Schaut euch mal die tolle Maserung an. Das ist doch ein Traum, oder? Und wenn man mal hergeht und sagt, hey Leute, wir machen das ja jetzt wirklich langsam. Also er ist ja dann geübter Drechsler. Wie lange würdest du für so einen Eierbecher brauchen, wenn du das jetzt nicht für die Kamera machen würdest? Zwischen 5 und 10 Minuten. Ich frage es nur mal laut, falls jemand gehört hat, zwischen 5 und 10 Minuten. Mhm. Leute, ich würde deine Frau dann rausschneiden. Das Video wird meine Frau nicht sehen, bevor ich meine Bandsäge habe. Ich bin doch nicht dumm. Ich kriege nie mehr eine Bandsäge. Das ist, wenn sich Ehepaare in verschiedenen Maschinen verlieben.
Ich muss ja auch dazu sagen, meine Frau ist ja selber jemand, der gerne in der Werkstatt mit ist und mitbastelt, auch an der Bandsäge und so. Und auch das Drechseln wird mit Sicherheit etwas sein, was meine Frau irgendwann mal selber macht. So. Ich muss hier schon eine Lanze brechen. Ich bin in der glücklichen Verfassung oder ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eine Ehefrau habe, die selber gern mit Holz bastelt. So, jetzt nehmen wir mal unser Musterobjekt. Schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, dass ich hier vor der Kamera stehe und mit einer Kamera in der Hand. Aber das ist in dem Fall jetzt wahrscheinlich ganz wichtig. Er schaut jetzt, wie tief er ungefähr rein muss mit dem Teil. Drechseln den auch ziemlich dünn, ich denke mal so 2 cm, das war eigentlich ganz gut vom Maß her. Und bei 2 cm vom Ei habe ich einen Durchmesser von 38. Ja, mehr wie 35, ja, 38, ja. Und dann noch eine Wandungssteige von fast 5 mm. Wenn die Wandsteige nachher 2 mm ist, du kannst die auch 1 mm runterdrehen. Wenn man es kann. Wenn man es kann. So, die Eier muss dann weiter. Der grobmotorige wie ich, der bleibt da wahrscheinlich eher bei 6 mm. Nein, bleibst du nicht. Das ist eine Wandstärke, die nicht so aussieht. Das ist mal gewürzt. Du gehst jetzt praktisch gleich her und machst mit dieser. Ich mache jetzt praktisch hier die Markierung schon außen hin und fange hier, das Teil dreht sich so, das heißt ich steche mir dahinter ein. Ja, aber sonst wird das lupft es dich. Also und dann fange ich hier hinter an und wenn ich sehe, das passt einigermaßen von der, vom Durchmesser her. Deshalb habe ich auch gesagt, nehmt so eine Aldi-Schieblehre oder sowas, wo es nicht mehr darauf ankommt, dass ihr im Zehntel Millimeter Bereich irgendwelche Schrauben oder Durchmesser messen müsst. Oder von Maschinenhandel Meier. Oder vom Maschinenhandel Meier eben die Schublehre nehmen. 7,95. Kann man ganz günstig dazu kaufen. Ja. Ich habe mir mal geschworen, dass ich in meinem Videokanal niemals für irgendein Produkt oder für irgendwas Werbung mache, weil ich mich ja nicht sponsern lasse. Also ich sag's nochmal, ich muss hier die Maschinen ganz normal bezahlen. Ich nutze bloß die Möglichkeit, euch mal näher zu bringen, was dieser Laden für eine tolle Institution ist, was Service und was Kundenfreundlichkeit angeht. Geht mir übrigens genauso. Ach ja, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, der Ralf ist also ebenfalls kein Angestellter von der Firma Holzhandel Meier, vom Maschinenhandel Meier. Der Ralf ist genau wie ich Gast und eigentlich ambitionierter Drechsler. Und du bietest eigentlich auch aus Überzeugung zu der Firma, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich deine Dienste an. Mittlerweile sind wir mehr wie übers Drechseln, wir sind befreundet miteinander. Und deswegen komme ich, habe jetzt meinen Urlaubstag 15 für dieses Jahr, wo ich hier bin. Der 15. Urlaubstag? Ja. Ja, aber das machst du jetzt auch aus Überzeugung raus und nicht, weil du jetzt hergehst und sagst, du wirst hier dafür bezahlt, Produkte vorzustellen. Ich werde hier nicht bezahlt. Sondern du machst es wirklich aus Spaß an der Freude und aus Überzeugung, dass das der richtige Laden ist, oder? Das ist ein super toller Laden. Nette Leute, deswegen auch befreundet und du kriegst schnell die Möglichkeit, mal so viel auszuprobieren. Kannst du auf jeder Drechselbank, also ich habe auf jeder Drechselbank von diesem Hersteller, das kannst du noch alles rausschneiden. Da kommst du nicht hin. So einfach. Mit dem Schleifen nicht glatter machen. Du bist derjenige, wo er hergeht und sagt, das macht einfach einen Heidenspaß und deshalb mach ich's. Zentriere jetzt im Endeffekt nur die Mitte. Warum zentrierst du jetzt so? Weil ich da jetzt mit dem Bohrer reinfahren will. Achso, du drechselst das jetzt nicht, sondern du bohrst das jetzt. Ich kann das jetzt auch mit dem Meterstab messen oder mit dem Messschieber, wie tief komme ich rein. Wenn du aber genau immer das gleiche nimmst, nimmst du einen Bohrer, bohrst 2 cm tief und dann, wenn du am Ende der Bohrung angelangt bist, dann weißt du, jetzt habe ich meine Tiefe erreicht. Ah, okay. Du machst praktisch eine tiefe Markierung, aber brauchen wir auch nicht. Komm. Thank you.
Da hast du sogar schon 10 mm ungefähr, oder? Bitte? Da bist du sehr... Das täuscht, das sind bestimmt schon 15 mm. Bevor wir ganz naus gehen, das der obere Schaber hat fertig. Dann bearbeiten wir jetzt im Endeffekt noch den Rand. Den anderen Anschliffwinkel, da muss ich jetzt so aussetzen. Unglaublich. Das sieht noch nicht fertig. So, im Endeffekt. Siehst du jetzt schon, da hat schon Ausrisse. Ja. Machen wir mal ein bisschen sauber. Das groberen anfangen. Jetzt ist eigentlich der letzte Schritt, du stichst jetzt das Ganze ab. Genau. Da ist jetzt auch wieder ein Teil gewesen, das was ich mich jetzt am Anfang nicht traut habe, aber das ist gar nicht so schön, wie es ausschaut. Also ich steche das frei und ich hintersteche, dass ich praktisch eine Standfläche, wenn der noch arbeitet, dass er außen vom Rand aufsitzt. Also du machst praktisch nicht eine gerade Fläche, sondern eine hohle Fläche, praktisch wie genau. Bei einer Sektflasche. Das war der Konvexe. Oder Konkave. Nicht übertrieben, nur ein bisschen. Ja, das hat der Standpunkt auf dem Außen Ring sitzt und nicht innen auf der Fläche. Genau. Und du gehst da mal her und tust ein bisschen in der Breite freistechen, damit sich nicht einmal das Eisen. Genau, weil es doch ein dünner Abstecher ist, kann ich natürlich auch mit dem dickeren Abstecher machen. Ich kann es aber auch an der Bandfläche trennen oder wie auch immer. Jetzt halte ich im Endeffekt so über die Band drüber. Innen reinzuholen, muss man ein bisschen langsamer werden. Mit vorsichtiger. Und umso genauer, dass ich das mache. Umso sauber ist auch die Oberfläche. Und alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist also ein ganz kleiner Stutzen und den machen wir. Den machen wir mit dem Stechreiser. Mit der Meißelspitze, wenn man kein Stechreiser findet. Ja, also ich mache das mit so einem dünnen Messer dann nehmen oder so ein kleines Schnitzmesser. Aber noch machen und dann haben wir meistens im Labor noch so viel Material übrig. Dann noch mal ein bisschen Wachs und Öl drauf. Objekt der Begierde. Freie Schnauze, ohne irgendwas. Ja, wenn man das jetzt anschaut, das ist
eine optisch unheimlich ansprechende Sache. Es ist vom Arbeitsaufwand her, sage ich jetzt mal, du sagst es ja selber, du bist ein geübter Drechsler, du brauchst da 5 bis 10 Minuten dafür. Die ganzen Schleifarbeiten, das Ölen ist alles abgeschlossen. Wenn man da drüber fährt, das fühlt sich an, als hätte man es poliert. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich freue mich, dass mir sowas einmal gezeigt worden ist, dass mir dieses Fieber in mir geweckt worden ist. Ich habe jetzt an dich, Ralf, noch eine ganz wichtige Frage. Ich habe sie dir gestern schon gestellt, aber vielleicht für die Zuschauer mal noch. Man sieht diese enorm langen Griffe. Das ist jetzt nicht, dass man mit 2 Händen dahinter. Ralf, erklär doch mal bitte, warum die Griffe so lang sind. Damit ich sie bei großen Werkstücken auch entsprechend in der Hüfte abstützen kann. Er führt die nämlich in der Hüfte. Die kleine Sache. Feine Arbeit kann ich frei handschneiden, aber wenn ich mal eine Schale mit 60 cm Durchmesser habe, die nicht ganz rund läuft, die kann ich nicht mit der Hand abfangen, die Schläge, die kommen. Da muss ich dann schon in die Hüfte das drin haben und ich habe bessere Führung. Deswegen sind das große Röhre für große Schale. Da mache ich nicht den Eierbecher mit sowas. Ja, aber man sieht halt generell, die Griffe sind relativ groß drin. Und ich habe mich immer gewundert, warum sind die so lang, weil man muss sie ja nicht mit 2 Händen halten, es ist ja nicht so kompliziert, sondern man hat immer die Möglichkeit, dass man das am Körper mitführt und dann hat man auch die Möglichkeit, dass man einfach mit der Körperbewegung eine geradere Linie fährt. Man tut sich doch leichter, als wenn man hier freihand irgendwo Eisen führen muss, das sich an einem bewegenden Objekt befindet. Und indem, dass ich das Ganze, egal ob klein oder groß, am Körper führe, habe ich einen Bezugspunkt, wo mich das Ganze so weit stabilisiert. Die Frage, die wollte ich da jetzt eigentlich noch stellen, weil ich denke mal, da war da jetzt doch der eine oder andere, der noch nie gedrechselt hat, warum sind das so riesige Eisen? Weil man auch größere Werkstücke hat, wie so ein kleiner Eierbecher. Wenn jemand jetzt vorhat, sich für das Thema Drechseln zu interessieren, was würdest du ihm denn empfehlen, wo er darauf achten sollte, an Maschinen, an Werkzeugen und so weiter? Ist ja klar, dass es beim Maschinenhandel Meier kauft. Das wäre jetzt alles andere, wäre jetzt eine Frechheit, wenn man es sagen würde. Der erste Schritt wäre, muss sich eigentlich klar werden, was will ich eigentlich drechseln. Also will ich große Durchmesser drechseln oder will ich große Durchmesser drechseln, will ich lange Werkstücke drechseln, weil ich brauche Spitzenhöhe für die Durchmesser. Also die Spitzenhöhe der Maschine gibt praktisch den Durchmesser an, was ich drechseln kann. Maximal drauf drechseln kann. Ja, weil sonst halt unten irgendwann am Bett aufstehst. Das mehr geht nicht, also Drechseldurchmesser über dem Bett, das ist die Spitzenhöhe. Und Spitzenweite ist das, was ich zwischen den Spitzen drin habe. Aber du siehst ja selber, wenn ich hier schon Futter drauf mache, dann fehlt mir halt hier, endet hier. Das hier ist eine optionale Bandbettverlängerung schon. Also das kann man bei den Record-Power-Maschinen kann man praktisch optionale Verlängerungen anbringen. Wenn man doch mal später mal was Längeres drechseln möchte, gibt es dann diese. Bei vielen anderen auch, ja. Ja. Also das ist mittlerweile Standard. Also Verlängerungen ist kein Thema mehr. Weil wenn ich einen Baseballschläger drechseln will, der hat 80 im Durchmesser, Millimeter, da brauche ich keine 460 mm, aber ich brauche eine lange Bank. Ja, will ich aber eine große Schale drechseln, die 20 cm hoch wird, dann brauche ich die Spitzenweite, dann brauche ich die Spitzenhöhe. Also das ist ganz Also man wichtig. Muss im Vorfeld wissen, will ich kleine Sachen, große Sachen machen und eventuell die Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn ich klein anfange, kann ich sie erweitern, zumindest was die Länge angeht. Wenn ich mal einen Baseballschläger drechseln möchte oder mal einen Besenstiel auf Deutsch gesagt. Auch da ist auf einer großen Bank kannst du auch kleine Teile drechseln. Auf einer kleinen Bank kannst du keine großen Teile drechseln. Auch wenn du Stifte, Füller, kann man ja alles drechseln. Aber dafür brauchst du dann schon wieder eine kleine Bank. Eine diffizile die, wahrscheinlich. Die kann man auch auf der großen Bank drechseln. Genau. Aber die hat die gleiche Ausstattungsmerkmal. Das Gewinde ist das gleiche, da passt das gleiche Vierzack-Mitnehmer, da das gleiche Futter drauf. Aber das ist halt irgendwann lästig, die braucht 2 kW. Die hat 0,75. Okay. Du hast natürlich jetzt auch, was ich jetzt von dir gestern schon wieder gehört habe, man sollte vielleicht auch darauf achten, dass man gerade für diese Aufnahme dieses M33-Gewinde hat, weil da einfach, das ist Standard, dass man heute alle Köpfe und Anbauvorrichtungen draufbringt. MK2 als Morse-Konus. Was ich bei dir jetzt sehe, ist, du hast hier eine elektronische Drehzahlregelung drin. Das ist, ja, das kann man im Internet noch anschauen. Du kannst hier praktisch per Knopf die Drehzahl verstellen. Stufenlos verstellen. Ist das wichtig oder vorteilhaft? Oder? Ja, das ist eigentlich
man muss die Umdrehungsgeschwindigkeit natürlich auch im Werkstück anpassen. Also wenn ich unwuchtige Schale und Schalerrohling aufspanne, dann kann ich nicht mit 1800 Umdrehungen laufen lassen. Da geht mein Band wie ein Propeller durch die Werkstatt. Du hast aber bei den anderen Maschinen die Möglichkeit, das per Riemen zu steuern. Bloß hier kannst du es halt feiner einstellen, weil du genau auf die Drehzahlstufen du es regeln kannst. An der Maschine hast du sogar drei Riemeneinstellungen und hast dann drei verschiedene Drehzahlbereiche von bis. Wir sind hier auf der mittleren Stufe und die geht von 140 bis 2800 irgendwas auf der mittleren Stufe. Wenn ich jetzt noch den Riemen umlege, andere Übersetzungen, dann komme ich einmal von 80 bis 700 irgendwas und einmal von 350 bis 3600. Wäre aber jetzt interessant, dass man es dazu sagt, also man kann optional hergehen und sagen, ich kaufe eine billige Maschine, wo ich eben den Riemen mit der Hand wechseln muss, aber das feinere und das schönere Arbeiten ist natürlich so, wenn ich nur am Knopf drehen brauche. Wenn ich sie stufenlos verstellen kann, ob das dann ein Potentiometer oder ein Frequenzumwandler ist. Das ist ja was anderes, ist auch eine Frage des Preises. Was vielleicht auch noch wichtig wäre, habe ich gesehen, es gibt verschiedene Breiten von diesen Meißeln, Auflagen. Also das sollte vielleicht auch, glaube ich, auch wichtig sein, dass man die wechseln kann, oder? Ja, also du kannst mit einer kleinen, die kann man auch nachsetzen. Mhm. Wenn ich ein langes Werkstück habe, wenn ich ein kurzes Werkstück habe, komme ich mit der langen halt nicht rein. Also da hier so dicht wie möglich sein soll. Deswegen sind 150 mm, sind glaube ich in der Bank dabei, oder 200 mm. Die kann man optional zukaufen. Man kann, man muss nicht. Man muss nicht, aber man kann. Aber wichtig man kann, ist, dass die Erweiterungen zukaufbar sind. Die Zapfendurchmesser passen halt auf die entsprechende Werkzeugauflage. Ja. Das, sowas wie diese Spanndorn, der wird wahrscheinlich immer dabei sein, oder? Mitlaufende Körnerspitze ist im Lieferumfang drin, die Vierzack-Mitnehmer-Planscheibe. Und ich denke mal, das Wichtigste am Ganzen ist, die beste Maschine taugt nichts, wenn ich ein billiges Werkzeug habe. Und ich sehe hier, verwendet hier sogar Rekord-Power-Drechsel-Eisen. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich am meisten Augenmerk drauf gelegt. Also kaufe ich da irgendwas Billiges aus dem Baumarkt, dann würde ich wahrscheinlich eine lange Freude dran haben, oder? Ja, also da rate ich immer, geht zum erfahrenen Drechsler, guckt euch vielleicht Eisen an, unterschiedliche Eisen an, was haben die Erfahrungswerte. Gibt Internet, was ich nicht empfehle, ist ein Drechsel-Eisen-Set, ein großes zu kaufen, weil du musst die Drechsel-Eisen nach deinem Bedarf kaufen. Du wirst auch nicht dabei bleiben. Also ja. Wenn ich das sage, es gibt vier oder fünf verschiedene Größen an Schaleröhre, und vier oder fünf verschiedene Anschliffarten, und wenn dann alles haben willst in entsprechender Breite mal fünf, dann hast du nachher 50 Schaleröhre an der Wand hängen. Es ist jetzt so, wenn du heute einen Drechsler hast, so wie mich, der wo noch nie drechselt hat, dann bist du ein Drechsler. Ja, der anfangen möchte. Wenn man die Stimmen aus dem Hintergrund. Mhm. Gott sei Dank kann man im Video was schneiden. Der anfangen muss. Weil die Frau das möchte, möchte er das natürlich auch, weil meine Frau und ich, wir sind immer einer Meinung, ihr. Ja, genau. Was würdest du denn einem startenden Drechsler so an die Hand geben und sagen, hey, du solltest zumindest diese vier oder fünf Eisen zulegen? Oder nimm einfach ein Drechselset vom Maschinenhandel Meier, dann hast du wahrscheinlich alle Eisen und einen Haufen Geld ausgeben. Also was ich immer empfehle ich entsprechend, was man machen will, also Langholz, Querholz, eine Schaleröhre für Querholzbearbeitung, ob das dann ein Eierbecher wird, um Stirnholz auszuhöhlen oder eine Erdnussschale. Die Querholzbearbeitung, das kann man mal ganz kurz mal jetzt dazu nehmen, das habe ich jetzt gestern schon gelernt, da kann ich jetzt mal mit etwas klug scheißen. Bei der Längsholzbearbeitung hat man eine flache Rille. Und bei der Querholzbearbeitung hat man eine tiefe Rille. Das ist richtig. Nur bei der, das ist nämlich eine Schrubbröhre für die Langholzbearbeitung. Aber man sieht es am besten, den Unterschied. Ja. Oder die hier. Machen wir es hier. Das ist der große Unterschied. Aber bloß, dass man es mal sieht, was der Unterschied vom ist. Er braucht hier scheinbar, bei der Querholzbearbeitung braucht man praktisch andere Schnittwinkel, andere Schnitttiefe, andere Anschliff, andere Werkzeuge. Hat den Grund, weil die Form vom Holz, also die Fasern vom Holz dann nämlich ausreißen würden, wenn man das mit dem Falschen macht. Und dann würde ja das passieren, dass das einhakt, das Werkzeug.
Also, du gehst jetzt her und sagst, ich gebe es einem beginnenden Drechsler, gebe ich jetzt 4 Eisen an die Hand oder 5. Gibt es da brauchbare Sets, die man dazu kaufen kann? Ein Abstecher 5 mm, eine Formröhre in 10 mm, eine Schaleröhre in 13 mm und ein Meißel mit 19 mm. Und dann für den Anfang. Dann hast du alles und alles andere dann so nach und nach dazu kaufen. Man kann ja mal mit Maschinenhandel Meier reden, aber vielleicht so ein Starter-Set mal zusammenstellt. Ton weg, Bild weg, Akku leer.